Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir Ostmarsch abgeschlossen und heute befinden wir uns im sonnigen, schönen Rift. Und zwar, das zeige ich euch mal ganz kurz auf der Karte, hier oben in der Ecke in der Nähe von dem Turm, da starten wir jetzt die nächste Quest. Ja, eins kann ich euch schon mal vorweg sagen, und zwar diese Scherbe links, die bekommen wir nicht so einfach von außen. Das heißt, da müssen wir die Quest für machen, um dann nachher da ranzukommen. Aber wir müssen erstmal zur Quest hinkommen, die jetzt natürlich komplett am anderen Ende vom Dorf ist. Oder außerhalb vom Dorf, eigentlich mehr außerhalb vom Dorf, ne? Sind das die hier oben? Hoi. Ja, was ist? Ich organisiere hier unsere Verteidigung. Sprecht mit Gary im Adalas, wenn ihr Vorräte braucht. Der Skaldenkönig hat mich geschickt. Ich bin hier, um zu helfen. Der Königspfeil. Wohl an, meine Freundin. Die Stadt steht unter einer ständigen Bedrohung. Und eine Horde Rägmannen hat die Mine übernommen und sich darin eingeschlossen. Wie kriegen wir sie raus? Rezisch versucht, in die Mine einzubrechen. Da drin sind Leute von uns eingeschlossen. Und wir müssen verstehen, was zum Vergessen das Reg vorhat. Ich werde sehen, ob ich Rezisch helfen kann. Rezisch ist eine schlaue kleine Echse. Wenn jemand an dieser Magie vorbeikommt, dann sie. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, Vigrot? Ich werde beantworten, was ich kann. Aber fasst euch kurz. Es gibt noch viel zu tun. Irgendwie sagen sie das alle. Ihr seid kein Mitglied der Armee des Pakts, oder? Nein. Ich bin stolz darauf, mit den Gefährten zu reiten, den Erben von Iskramor. Die Fahlsteinhalle ist unser Heim. Sie liegt nur ein kleines Stück nördlich der Stadt. Aber gerne erheben wir unsere Klingen im Dienste des Pakts. Wer sind die Gefährten? Bei Schurs Knochen. Ihr habt noch nie von den 500 gehört? Die Gefährten sind jene tapferen Krieger, die einst mit den legendären Iskramor in die Schlacht zogen, um Himmelsrand zu erobern. Wir sind ihre Nachfahren. Im Blute wie im Bunde. Ihr habt davon gehört, dass ich, was ich in Ostmarsch getan habe? Wollen wir mal sehen. Den Großkönig vor Gift gerettet, eine Horde Orks aufgehalten, dem Pakt bei der großen Volksversammlung beigestanden und dafür gesorgt, dass die Allianz nicht auseinanderbricht. Nee, von euch habe ich noch nie was gehört. Ja, das trifft sich gut. Von den 500 habe ich auch noch nie was gehört. Wer sind die Reikmannen nochmal? Stammesclans aus dem fernen Westen, oben von der Grenze nach Hochfels. Man nennt das Gebiet das Reik, daher also Reikmannen. Sie sind ein garstiges Volk, das den Jarlen seit Generationen Ärger bereitet. Ich habe keine Ahnung, was sie so weit entfernt von den Liegenschaften der Clans machen. Das ist schon lustig, weil jetzt, nach Jahren, fällt mir das erste Mal auf, dass das Reik erwähnt wird, was dann irgendwann später ja mal als DLC dazu kam. Welche Clans greifen Shores Stein an? Knochenformer. Die schlimmste Art Schamanen. Kaum ein Deut besser als Nekromanten. Sie verwenden Leichen für ihre üblen Zeremonien. So, wir müssen, genau, wir müssen da jetzt wieder zurück zu der einen, die Zischmisch oder sowas, ne, Rezisch, da oben steht's ja, die uns hoffentlich einen Weg hier hinein beschert. Was? In diesem Fluss fließt Gift. Ihr solltet zurückbleiben, während wir uns vorarbeiten. Vigrot schickt mich, um beim Vordringen in die Mine zu helfen. Das Ungeziefer aus dem Reik versteckt sich hinter seinem magischen Schild. Wir müssen ihn niederreißen. Für den Pakt und für den Ruhm. Wie können wir den Schild stören? Draußen vor der Siedlung erfüllen dunkle Schamanen Leichen mit verdorbener Magika. Nehmt diesen Talisman. Benutzt ihn, um die Verderbnis zu entfernen und den Leichen ihre verdiente Ruhe zurückzugeben. Dann können wir das Böse des Reik gegen es selbst wenden. Ich werde das erledigen. So wenige haben genug Kraft, um den Schamanen aus Reik entgegenzutreten. Beeilt euch, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Was macht ihr mit diesen Abbildern?
Die anderen Magier und ich haben versucht, uns einen Weg hineinzubahnen. Wir haben Abbilder für einen eigenen Zauber vorbereitet. Sk. Ihre Schamanen sind mächtig. Jetzt, nach eurer Ankunft, können wir zuschlagen. Inwiefern wird uns das Sammeln von Magika helfen? Mystizismus spricht besonders stark auf teilnahmsvolle Taten an. Ihre Zauber schützen die Höhle. Symbolisch ist das die gleiche Energie, die sie aus den Toten pressen. Wir werden die eine gegen die andere einsetzen. Warum graben die Reikmannen die Leichen aus? Sie sind Mystiker. Die Kunst des Mystizismus erlaubt es einem Magier, den Fluss der Magika zu lenken. Diese dunklen Schamanen, sie zerren die Leichen aus der Erde. Sie entziehen den Körpern die letzte Magika. Sie scheren sich also nicht um die eigentlichen Körper? Ja, genau. Für diese Knochenformer ist ein Körper nur die Schale einer Frucht. Sie pressen sie mit diesem Ritual aus. Entziehen den Toten den letzten Tropfen Flusswasser. Ja, 9 Leichen müssen wir zerschlagen und die Magika sammeln. Dann gehen wir doch schon mal rüber. Irgendwo in diesem Gebiet. Hier noch nicht, da links ist was. Also, der sammelt so, okay. Das sind jetzt aber keine Leichen, ne? Das dürfen jetzt wirklich nur die sein, die hier gerade geschändet werden. Uff. Hallo, wieso habe ich da jetzt nichts von bekommen? Oh, ich hasse es, ehrlich. Ah, jetzt, okay. Da oben sind nur Typen. Hier rechts war noch was. So, 3. Da geht natürlich gerade im Hintergrund... Achso, da sind auch noch welche. Nein, so rum. Geht natürlich gerade im Hintergrund ein Anker hoch. Ach, Basti, kommst du auch nochmal? Schön. Ja, den brauchst du nicht. Der ist schon geschändet genug. So, es sollten eigentlich 5 sein. Ah, jetzt kommen 5. Okay. Vielleicht haben wir Glück, dass jetzt nicht so viele Leute da sind, weil die Server bis gerade eben nämlich down waren. So, das waren 6. Ich sehe hier noch viele von diesen Leuten, aber keine mehr, die irgendwas mit Leichen hier anstellen. Achso, nee, Moment. Sprecht mit Rezisch. Wieso denn das schon? Haben wir schon 7? Einige meiner Dunkelelfenfreunde sind noch immer darüber verärgert, dass der Schrein des heiligen Helo angegriffen wurde. Moment, wir sind gerade hier. Ich meine, das wäre hier drin, wo das Buch ist. Das könnte ich dann in einem mal mitnehmen. Ich meine es aber auch nur. Obwohl, Moment, hier geht es nochmal hoch. Da hinten ist auch noch was zum Lesen. Ein verärgerter Liebesbrief. Oha, oha. So, aber... Schlaft ruhig weiter, Jungs. Ich wollte mir noch mal kurz das Buch anschauen. Die Clans von Raik, ein Leitfaden. Die Zorntatzen und die Steinkrallen. Okay. Die Zorntatzen kann ich mir nur vorstellen, aber die Steinkrallen, das hört sich schon irgendwie seltsam an. Gut. Moment, sie wartet jetzt darauf, dass ich ihr das wieder zurückbringe. Ich komme. Nun? Ich kann die Magika des Talismans singen hören. Die Bildnisse sind jetzt bereit, euer Geschenk zu empfangen. Was nun? Erfüllt die Abbilder mit verderbter Magika. Das sollte den Weg in die Mine freimachen. Und dann? Sucht nach dem Minenvorarbeiter Gandis. Er sollte wissen, wo sich die Reikmannen verstecken
und ob noch einige Arbeiter überlebt haben. Aber erst müsst ihr einen Weg in die Mine öffnen. Ich mache mich an die Arbeit. Bündelt die Magika in die Bildnisse. Das sollte den Schild schwächen, der den Mineneingang versperrt. Jo, ich weiß zwar immer noch nicht, was die Bildnisse sind. Ich wollte gerade sagen, aber ich denke, die meint die Totems. Abbild des Lebens. Einmal in Flammen aufgehen lassen. Abbild des Todes. Auch einmal in Flammen aufgehen lassen. Und schon komme ich rein. So, er zeigt mir jetzt aber keine Scherbe an. Ich weiß aber, dass man irgendwie hier drüber an die Scherbe kam. Es ist aber schon sehr, sehr lange her. Hallöchen. Leise, runter. Ja. Ich bin hier, um zu helfen. Die Gefährten haben mich geschickt. Freut mich zu hören. Jetzt seid leiser, sonst müssen wir beide dran glauben. Ich bin froh, euch zu sehen, aber sprecht bitte leise. Gut, dass ich euch gefunden habe. Wisst ihr, was die Reikmannen da drin tun? Ich weiß nicht, wonach sie suchen, aber die Bastarde sind überall in der Mine. Sie haben die meisten meiner Minenarbeiter abgeschlachtet. Ich glaube, ein paar sind noch am Leben, aber gefangen. Findet sie und befreit sie, wenn ihr könnt. Ich werde es versuchen. Wisst ihr, wo die Anführer der Reikmannen sind? Tief in der Mine ist ein uraltes Grabmal der Gefährten. Die Schamanen der Reikmannen gingen in die Gruft. Und danach setzten die Clansleute zwei Relikte ein, um den Eingang zu versiegeln. Ihre Anführer sind noch im Grabmal. Aber ihr werdet diese Relikte brauchen, um dort hineinzukommen. Ich werde die Relikte finden. Gebt auf euch acht, Gandis. Bei Shors Knochen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Haltet nach meinen Minenarbeitern Ausschau, während ihr euch umseht. Dieses Los verdienen sie nicht. Ich brauche alles, was ihr habt und das mir helfen könnte. Achso. Nun, ich hasse es, den hergeben zu müssen. Aber ihr braucht ihn wohl dringender als ich. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu einem geheimen Tunnel. Er könnte euch helfen, hinter diese Kerle zu kommen. Danke. Ich werde alles für eure Minenarbeiter tun, was ich kann. So, wir müssen hier rum. Und kriegen jetzt da noch eine neue Quest, oder wie sehe ich das jetzt? Wir nehmen einfach mal... Was ist das denn, bitte? Sind das die Herzen der Minenarbeiter, oder was? Bitte, helft mir! Was haben sie euch angetan? Sie haben mich für etwas aufgespart. Für etwas Schreckliches. Ihr müsst mich aus diesen Ranken befreien. Ich werde euch befreien. Ist sonst noch jemand da unten? Ja, sie haben Adana, Narir und Rena tiefer in die Mine geführt. Findet sie. Bitte. Das werde ich. Jetzt lauft. Mach den doch erstmal frei, bevor du sagst, dass er läuft. Von einem alten Grabmal dort unten. Es hat wohl irgendwas mit den Gefährten zu tun. Ein Grabmal. Okay, verstanden. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht Nein, ist kann davon. Ich nicht. Moment, da oben ist was, was wir brauchen. Da ist was Großes. Du läufst mir nicht weg wie so ein Feigling hier. Vergiss das. So. Hallo? Jetzt. So, Moment, da müssen wir hier. Wir hätten oben weiter gemusst, oder? Hä? Moment, konnte man da rum? Nee. Das ist wieder so selten dämlich eingezeichnet. Wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder hier unten rum. Um dann da hoch zu laufen. Ja, ich gehe mal davon aus. Och Gott. Also wieder zurück und dann einen anderen Weg nehmen. Da einmal komplett geradeaus durch. Das mit dir, hältst du den Pfosten fest? Damit hier nichts umkippt? Die Entscheidung ist gefallen. So sei es.
Ja, der Pfosten muss nicht mehr festgehalten werden. Du hast recht, Basti. Ich bin doch schon dabei. Ich sehe nur nichts. So. Hi. Befreit mich von diesen verfluchten Ranken. Ja, ganz ruhig. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ihr seid frei. Geht. Ich hörte, dass die Schamanen von Sinmur sprachen. Einer alten Kreatur. Böse, nehme ich an. Was sonst? Grabmal der Gefährten können wir jetzt noch nicht öffnen. Wahrscheinlich können wir das erst, wenn wir das oben alles abgeschlossen haben, nehme ich mal an. So, wir müssen irgendwo hier rechts. Da ist noch einer. Oder ein näher. Ich will hier unten nicht sterben. Was wird mein Bruder nur ohne mich tun? Ganz ruhig. Ich befreie euch. Ich muss einfach hier raus. Ich muss meinen Bruder finden. Geht und findet ihn. Ich muss hier raus. Diese Schamanen suchen nach einem Monster, das schon lange tot ist. An die Waffen! Ganz ruhig, Basti. Oh, jetzt haben wir doch noch einen. Ich bin hier so schön umgangen. Und jetzt haben wir doch einen mitten im Weg stehen. Ich weiß, es wäre jetzt schneller, wenn ich da einfach durchlaufen würde. Basti ist ja schon ein toller Tank irgendwo, ne? Aber sind wir mal ganz ehrlich, der muss das endlich lernen, die umzudrehen. Die Regmannen müssen ausgelöscht werden. Haltet still. Diese Ranken, sie sind so eng. Macht schon. Haltet still, macht schon. Die Schamanen haben ein Grabmal tief in der Mine entdeckt. Ich werde nicht hierbleiben und mir ansehen, was sie vorhaben. Ich weiß doch. Ich weiß nur nicht, wie ich das Grabmal öffnen kann, aber ich denke mal, ich kann es gleich öffnen. Was haben wir denn hier? Noch ein Schlüssel. Legt Dunkelhammers Amulett richtig hin. Okay, dann können wir jetzt, wie ich mir schon gedacht habe, auch die Tür öffnen. Oder die Barriere lösen, wie auch immer. So. Wie bin ich denn da jetzt rumgelaufen? Darum. Ich würde sagen, das können wir noch mitnehmen. Da war gar nichts drin. Im ersten. So. Bitteschön, du kriegst den Dunkelhammer. Und du kriegst das Feuerherz. Lange haben wir dieses Grabmal bewacht und die Gebeine des bösen Sinmur gehütet. Geht hinein, Das Chen. Böse versammelt sich hinter diesen Türen. Dann sollte ich vielleicht draußen bleiben. Aber wir können natürlich auch rein und das Böse bekämpfen. Wie wir es immer machen. Wo sind wir denn jetzt da unten? So. Ah, doch noch eine. Basti, hast du das jetzt grün gemacht, weil ich die Spinne getötet habe oder was? Ah, ja, ja. Kehrt zurück und schmeckt das Blut von Iskramors Erben. Hallo, könnt ihr mal kurz die Klappe halten? Ich wollte nämlich mal eben was erklären. Weil ich habe mich ja die letzten Folgen schon so tierisch darüber aufgeregt, dass Teso was geändert hatte. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, dass die das geändert haben, weil man es jetzt selbstständig ein- und ausschalten kann. Ich zeige euch mal eben, weil ich sehe nämlich hier oben rechts wieder nur den Catwills Silber. Ich zeige mal eben, wie ihr immer die letzte Quest annehmen könnt. Und zwar müsst ihr dafür auf Escape drücken, zumindest am PC, auf Einstellungen gehen und auf Oberfläche. Und dann findet ihr hier jetzt neuerdings Questübersicht. Das ist grundsätzlich eingeschaltet und da gibt es jetzt automatische Questverfolgung. Quests werden beim Annehmen automatisch verfolgt. Das muss man einschalten, damit man auch tatsächlich wieder dieses Schöne hat, dass der die letzte Quest dann auch
automatisch verfolgt. Achso, das war nur noch das zum Abgeben. Ich habe mich schon gewundert, warum wir jetzt hier zwei haben. Ja, und jetzt sollte es kein Problem mehr damit geben. Jetzt sollte das jetzt immer funktionieren. Sind die jetzt weg? Ich denke eher, dass sie jetzt wiederkommen, oder? Die Knochen von Sinmor, dem Schrecklichen, wurden hier auf ewig vergraben. Die Helden Feuerherz und Dunkelhammer brachten das größte Opfer, um Sinmos brutaler Herrschaft ein Ende zu bereiten. Die Gefährten werden sich für immer an ihren Namen erinnern. Jo. Gut, dann passiert nichts. Sucht ihn außerhalb der Mine auf. Jo. Das war's jetzt schon, oder was? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch so ein finaler Kampf oder sowas, aber anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir wieder raus. So, einmal bei dir müssen wir noch abgeben, ne? Gedankt sei Kühne, ihr habt es lebend herausgeschafft. Ich bin nur froh, dass ich einige eurer Leute gefunden habe. Ich kann kaum glauben, dass jemand überlebt hat. Schors Stein steht auf ewig in eurer Schuld. Ja, und wir haben den Feldspalter erhalten. Ist das deine Maus? Oh, das war eine Ratte, keine Maus. Aber trotzdem, es scheint nicht seine gewesen zu sein. Er hat nicht aufgeschrien, als ich sie getötet habe. Wir laufen mal einfach raus. So, wo ist er? Ich weiß. Aber irgendwie sind wir nicht an die Mine gekommen. Ich fürchte an die Schlimmste. Lasst uns gehen. Wir können unterwegs reden. Ja, wir reden auch gleich unterwegs. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, oder ob man da durch die Quest irgendwie hingekommen ist. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Wir werden das Rätsel aber auf jeden Fall noch zusammen lösen. Allerdings, so wie es aussieht, nicht mehr heute. Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Sinmur ist zurückgekehrt. Wir müssen uns dem uralten Feind der Gefährten einmal mehr stellen. Ich sah ihn ins Leben zurückkehren, aber konnte es nicht aufhalten. Was nun? Die Regmannen seien tausendfach verflucht. Sinmur muss aufgehalten werden. Irgendwie. Und wir erhalten mittlere Beine vom Set Hexenwerk. Es obliegt uns. Wir müssen die Gefährten sammeln und uns gemeinsam Sinmur stellen. Kommt ihr mit mir? Zählt auf mich. Wie lautet der Plan? Wir haben für Schorstein getan, was wir konnten. Die Dorfbewohner können sich allein um den Nachgang kümmern. Wir haben andere Sorgen. Während wir hier waren, haben die Regmannen die Fallsteinhalle angegriffen. Fallsteinhalle? Die Halle der Gefährten, unser uraltes Hauptquartier. Sie ruht auf einem Berghang über Schorstein. Wir müssen nachsehen, ob wir noch jemanden retten können. Und wir müssen die Halle zurückerobern. Kann ich auf euch zählen? Natürlich, Wiegroth. Ich stehe euch bei. Zusammen werden wir die Fallsteinhalle stürmen und diesen Hunden eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen werden. Ich bin bereit. Die Fallsteinhalle muss zurückerobert werden. Unter dieser Halle wurden Relikte versteckt, einschließlich einer mächtigen Waffe, mit der man einst Sinmur den Tod brachte. Wollt ihr mir folgen oder mich dort treffen? Ich treffe euch dort. Wir treffen uns in der Fallsteinhalle. Ja. Mir bleibt auch nicht viel Zeit, weil ich nämlich jetzt eine Abmoderation machen muss und möchte. Wir werden uns dann in der nächsten Folge in der Fallsteinhalle wiedersehen. Und ja, ich hoffe, dass sie das Ganze hinter mir schnell in den Griff bekommen, weil das doch sehr rabiat aussieht. Ich würde am liebsten einmal packen und hier versuchen, alles mitzulöschen, wenn ich ehrlich bin. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.